on ne présente pas le plus glorieux régiment du monde. Depuis le célèbre combat de Cameron au Mexique, la Légion étrangère marche de son pas lent et formidable sur la route de l'épopée au rythme d'un refrain devenu légendaire. Honneur et fidélité, voici la Légion. Guten Tag, Freunde der Légion étrangère. Hallo, Kameraden, ich grüße euch. Ich hoffe, ich finde euch bei bester Gesundheit und in guter Laune wieder. Ich komme heute zu dem vierten Grund, warum ich über den übrigen 5-Jahres-Vertrag der Legion treu geblieben bin. Es waren meine Begegnungen mit Menschen. Natürlich würde man sagen, Begegnungen mit Menschen, die, egal auf welche Art und Weise, durch ihr Charisma, durch ihre Ausstrahlung, durch ihre Taten, positiv auf mich eingewirkt haben, sodass ich mir sagte, ja, hier möchte ich bleiben. Und stellvertretend für all diese Menschen, und vielleicht auch, weil er mich am meisten beeindruckt hat, steht Kamerad Johann Wallisch. Ja, kennenlernen durfte ich den Johann während einer Feier Saint Michel. Das ist der Schutzpatron der Fallschirmjäger der Fremdenlegion im Camp Raffalli in Calvi. Also in unserer gemeinsamen Einheit, würde ich sagen, den Fallschirmjägern der Fremdenlegion. Und das war im Jahr 1989 oder im Jahr 1990. Ja. Und was mir der Johann so alles erzählen konnte, das war Wahnsinn. Ja. Zu der Zeit, in der ich ihn kennenlernte, da war für mich, ja, ein Kamerad, ein Vorgesetzter, ein Ancien, dem man gerne zuhört. Im Jahr 2010, also viele Jahre später, wurde er der Freund Johann Wallisch, so wie ich ihn heute noch kenne und in Erinnerung habe. Ja, zu Johann selbst. Johann wurde im Jahr 1926 in Österreich geboren. Mit 17 verschlug es ihn nach Deutschland und er trat in die Reihen des RAD ein, das ist der Reichsarbeitsdienst. Er wollte unbedingt Militär werden. Nun hat er das seine Mama gesagt, denn der Papa war ja im Krieg, ja, der war schon an der Front. Und seine Mama hat gesagt, jawohl, Johann, du darfst gerne Soldat werden, aber ich möchte nicht, dass du in der Waffen-SS dienst. Ja, das traf sich gut, denn Johann wollte nicht zur Waffen-SS, denn er kannte, er hatte schon Bekannte in der Waffen-SS, hat auch Filme darüber gesehen, Bücher darüber gelesen, ja, und die waren ihm alle zu radikal in den Ansichten und das wollte der Johann nicht. Also heuerte er an oder kam er nach dem Reichsarbeitsdienst ganz natürlich zu den Fallschirmjägern der Luftwaffe, denn damals waren die Fallschirmjäger noch bei der Luftwaffe, ja. Ja, gedient hat der Johann Wallisch in der 5. Fallschirmjägerdivision, er trug also den Knochensack, das war die Kampf- oder Springeruniform der deutschen Fallschirmjäger damals. Johann war einer der Überlebenden bei der Kesselschlacht von Falaise und er tat sich bei den Kämpfen in Arnheim ganz besonders hervor. Es folgten der Weg in die Gefangenschaft und die Flucht. Ja, und wer sagt Fremdenlegion in der Epoche, der meint natürlich den Indochina-Krieg. Das heißt, Johann wurde schnurstracks nach Indochina geschickt. Dort diente er im Dösium Röi, im 2. Infanterie-Fremdenregiment der Legion, im 3. REI, im 3. Fremdenregiment der Legion. Aber das war noch nicht seine Berufung, denn er als alter Fallschirmjäger wollte natürlich zu den Fallschirmjägern. Das schaffte er natürlich auch und er wurde ins 2. Bep, 2. Bataillon étranger de Parachutistes, inkorporiert. Wer sagt 2. Bep, der meint natürlich Dien Bien Phu. Und so kam es, dass Johann in der Nacht zum 10. April 1954 mit seiner Einheit, der 5. Kompanie des Dösium Bep, über Dien Bien Phu absprang. Absprunghöhe 80 Meter. Und jetzt lasse ich einfach mal die Bilder sprechen. Ja, ich finde, das waren beeindruckende Bilder aus einer ganz besonderen Epoche. Mehrmals verwundet, zuletzt am 1. Mai 1954 auf Huget 2, das war in Dien Bien Phu, rannte Wallisch dann von einem Schlachtfeld zum nächsten. Zunächst Tunesien, Ägypten und natürlich in Algerien. Das heißt, Johann Wallisch hat auch am Algerienkrieg teilgenommen und der endete 1961. Wallisch schied 1967 aus der Fremdenlegion aus. Er wurde Adjudant-Chef, war hoch dekoriert, wie man sich vorstellen kann. Und die Legion hat ihm natürlich die Tatsache, dass er seine Jugend der Légion étrangère gewidmet hat und seine Kraft und seine Energie, hat es ihm gedankt. Er durfte die Hand des Kapitän Donjou tragen und bekam die Medaille de la Commandant de la Légion d'Honneur, was mit so die höchste Auszeichnung ist, die man eigentlich bekommen kann. Kamerad Wallisch verstarb im Jahr 2015. Jetzt wisst ihr den vierten Grund, warum ich über den 5-Jahres-Vertrag hinaus der Legion treu geblieben bin. Es war auch dank der Begegnungen mit Menschen wie eben den guten Johann Wallisch. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Kameraden, Freunde, ich danke euch, dass ihr mir die Zeit schenkt, mir zuzuhören. Amitié, Legionnaire, euer Thomas Gast.